richtig tolle Lage, in der wir jetzt sind. Mann, jetzt müssen wir uns dafür entscheiden, wer von euch beiden die Jungs-WG verlassen muss. Ich hab auch ein richtig schlechtes Gewissen, Albert. Ich hab das Gefühl, es ist meine Schuld, dass wir jetzt verloren haben. Ach, Quark, das ist doch nicht deine Schuld. Also, ich meine, ich hätte ja auch besser planen können. Außerdem war es ja letzten Endes ganz schön knapp. Aber Julian und Max, es tut mir auch total leid, dass ihr jetzt diese Entscheidung treffen müsst. Das ist irgendwie auch total unfair. Ja, wir haben ja die Challenge gewonnen, aber irgendwie wirkt es jetzt doch eher wie eine Strafe. Ja, ist echt so, Max. Also, ist zwar super, dass wir natürlich safe sind, aber jetzt liegt es an uns, zwischen Sven und Albert zu entscheiden. Okay, am besten machen wir das dann so, ihr haltet beide so eine Art Rede und versucht uns von euch zu überzeugen, warum ihr in der Jungs-WG bleiben dürft. Ja, ich denke, das ist sinnvoll. Also, dann könnt ihr eure Entscheidung wenigstens auf irgendetwas basieren. Oh je, jetzt muss ich auch noch argumentieren. Dann brauche ich aber noch einen Moment, mich vorzubereiten. Also dann, Albert und Sven sind im Badezimmer und bereiten sich vor und wir haben hier unsere Jurystühle aufgestellt. Also ich bin ja echt gespannt, was die beiden uns jetzt zu sagen haben. Also dann, wenn du bereit bist, bin ich es auch. Albert, komm du mal als Erster. Okay, hier bin ich. Ach je, Sven schien echt ganz schön fertig. Also dann, Albert. Warum solltest ausgerechnet du in der Jungs-WG bleiben dürfen? Ich fände es fair, wenn ich in der Jungs-WG bleiben darf, weil ich ein ziemlich guter Mitbewohner bin. Also, ich habe ja von Anfang an hier für ein bisschen Ordnung gesorgt. Ich mache keinen Ärger, ich habe gute Ideen. Ja, da hast du eigentlich gar nicht so Unrecht mit. Anders gefragt, warum sollte Sven die Jungs-WG verlassen müssen? Was? Oh, so eine gemeine Frage. Aber gut, wenn ihr drauf besteht. Also, ich würde sagen, dass Sven im Gegensatz zu mir halt nicht so ein guter Mitbewohner war. Also, er war ja recht faul. Ja, stimmt. Also, so im direkten Vergleich warst du definitiv ordentlicher. Max, was meinst du? Hast du noch weitere Fragen? Ich habe, glaube ich, genug gehört. Außer Albert, du möchtest noch irgendwas weiteres sagen? Nee, alles gut. Also, wenn ich nicht noch mehr reden muss, wäre das super. Alles klar, Albert. Vielen Dank für deine Zeit. Also, ich muss sagen, das waren schon echt ganz schön starke Argumente von Albert. Ja, das sehe ich auch so. Aber lass uns erstmal hören, was Sven zu sagen hat. Sven, du bist dran. Alles klar, hier bin ich. Och Mann, ich fühle mich irgendwie gar nicht so richtig wohl, jetzt auch noch zu begründen, warum ich bleiben sollte. Also dann, Sven, warum solltest ausgerechnet du in der Jungs-WG bleiben? Naja, also, um ganz ehrlich zu sein, ich finde, Albert sollte bleiben und ich gehen. Oh, was? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, du gibst einfach auf? Also, als aufgeben würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber ich habe das Gefühl, ich bin halt daran schuld, dass wir die Challenge verloren haben. Albert hat echt alles gegeben. Also ich muss schon sagen, das ist echt ganz schön nobel von dir, Sven. Es ist einfach nur die Wahrheit und es wäre das Fairste. Ja, na gut, also da muss ich dich ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr fragen, warum Albert es nicht verdient hätte, weiterzukommen. Also versteht mich nicht falsch, ich wäre natürlich super gerne noch länger geblieben. Und wenn ihr die Entscheidung trefft, dass ich bleiben sollte, werde ich es natürlich auch annehmen. Ich spreche nur einfach das aus, was mein Herz mir sagt. Das werden wir auf jeden Fall alles berücksichtigen. Vielen Dank, Sven. Also dann, Max, dann müssen wir uns jetzt mal beraten und entscheiden, wer von den beiden die Jungs-WG verlassen muss. Also letzten Endes haben ja eigentlich beide dafür argumentiert, dass Albert bleiben sollte. Das stimmt wohl, damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Wir beide waren ja auch nur auf unsere Challenge fokussiert, deswegen kann ich schlecht beurteilen, ob es stimmt, dass Sven daran schuld ist, dass sie die Challenge verloren haben. Aber ehrlich gesagt, so ganz kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich finde es auf jeden Fall aber super nett von Sven, dass er Albert die Chance geben möchte, weiterzumachen. Also eigentlich hätte er es mit der Aktion auch verdient, weiterzukommen, oder? Och Max, ich weiß auch nicht, was sollen wir nur tun? Ja, Julian, das ist echt wirklich eine ganz schön schwere Entscheidung. Aber wir müssen sie jetzt nun mal treffen. Denkst du das gleiche wie ich, Julian? Ja, ich glaube schon. Lass uns die beiden wieder zu uns holen. Oh, Jeremy, ich bin schon so gespannt, wie die Entscheidung ausgefallen ist. Ja, ich auch, Annalena.
Dafür ist das Fernsehen wirklich gemacht. Nur einer von diesen beiden Jungs, Sven oder Albert, kann weiterhin in der Jungs-WG wohnen bleiben. Sven? Albert? Wir haben eine Entscheidung gefällt. Ihr habt beide tolle Argumente gebracht. Und vor allem Sven hat uns berührt, indem er Albert noch eine weitere Chance geben möchte. Das hast du echt gesagt, Sven? Ich würde zwar gerne hier wohnen bleiben, aber du hast es definitiv mehr verdient. Oh Mann, ich wusste gar nicht, dass das auch eine Option ist. Dann möchte ich das auch gerne hinzufügen, dass Sven bleiben sollte. Tut mir leid, Albert, aber dafür ist es jetzt zu spät. Wir haben schon eine Entscheidung getroffen. Albert, du hast absolut recht damit, dass du ein richtig guter Mitbewohner bist. Du sorgst immer für Ordnung und für Frieden in der Jungs-WG. Und Sven, du bist auch wirklich ein toller Freund und deine Aufopferungsbereitschaft kann man nur loben. Und damit haben wir uns entschieden, deinem Wunsch nachzukommen. Albert, du bist weiter. Sven, du musst die Jungs-WG leider verlassen. Also, ich bin weiter, aber dann ist Sven ja jetzt raus. Oh nein! Ist schon gut, Albert. Genau das wollte ich doch. Du hast es absolut verdient, hier weiter wohnen zu bleiben. Ich drück dir die Daumen. Oh, wie süß sind die bitte. Ach, wie schade, dass Sven jetzt gehen muss. Da muss ich mir doch tatsächlich ein Tränchen wegwischen. Also das war wirklich Spannung pur. Und diese Emotionen. Sorry, Sven. Es wäre echt toll gewesen, wenn du hier auch noch weiter hättest wohnen können. Alles gut, Julian. Ihr musstet ja eine Entscheidung treffen. Komm her, Max. Ach, es war richtig cool mit euch. Dann werde ich mich jetzt auch von dir verabschieden, Sven. Mach's gut. Es war richtig toll, dich bei uns zu haben, Sven. Also dann, Leute. Wir sehen uns in der Schule. Und damit ist die zweite Challenge offiziell zu Ende. Macht euch noch einen schönen Abend. Morgen steht das große Finale an. Ganz genau so ist es. Denn am Ende kann nur einer von euch die Jungs-WG gewinnen. Was genau für eine Challenge ansteht, das werdet ihr morgen erfahren. Tschüss. Schlaft schön und bis morgen. Puh, das war echt kein so leichter Abschied, oder? Ich hoffe, ich muss nie wieder so eine schwierige Entscheidung treffen. Ach, Mann. Mir geht's echt richtig schlecht. Das tut mir total leid, dass Sven jetzt wegen mir rausgeflogen ist. So ein Unsinn, Albert. Sven ist doch nicht wegen dir rausgeflogen. Genau, wir mussten ja die Entscheidung treffen. Aber er hat sich so für mich eingesetzt und ich habe gar nichts in die Richtung gesagt. Och Mensch, Albert, du hast wirklich überhaupt nichts falsch gemacht. Können wir vielleicht irgendwas tun, um dich aufzumuntern? Ja genau, wir können vielleicht einen Filmabend machen oder so. Ach, ich weiß auch nicht. Ich kann schon verstehen, dass du dich schlecht fühlst, aber es bringt jetzt auch nichts, Trübsal zu blasen. Und ihr meint echt, nach so einem Filmabend würde es mir besser gehen? Also ein Versuch ist es zumindest wert, oder? Ja, ich schätze schon. Super, das klingt doch schon mal besser. Dann machen wir uns jetzt noch einen schönen Abend. Das ist ja tatsächlich auch schon der letzte Abend in der Jungs-WG, wenn morgen das Finale ist. Und mit so einer Einstellung kannst du ja sicher eh nicht gewinnen. Und Sven würde das wollen, also gib alles. Ja, das stimmt. Sven hat mir am Ende noch die Daumen gedrückt. Ich muss für ihn gewinnen. Na also, das ist die richtige Einstellung. Alles klar, dann bereiten wir mal alles vor. So Leute, seid ihr bereit für den letzten coolen Abend in der Jungs-WG? Ich habe sogar nochmal meine berühmte leckere Pizza gemacht. Haut rein und lasst es euch schmecken. Ja, danke Max. Oh, Sven hat diese Pizza auch so gerne gegessen. Ich wünschte, er wäre noch hier. Och Mensch, Albert, Sven ist ja nicht gleich aus der Welt. Genau, er hat es doch sogar noch gesagt, wir sehen uns in der Schule schon wieder. Ja, ich weiß. Also gut, was wollen wir machen? Weißt du was, Albert? Die Entscheidung überlasse ich einfach dir. Max und ich haben heute schon genug Entscheidungen getroffen. Ja, das kannst du laut sagen. Also, ich glaube, dann würde ich vielleicht ganz gerne FIFA spielen, statt einen Film zu gucken. Alles klar, dann machen wir das so. Dann gibt's jetzt leckere Pizza und wir zocken ein paar Runden FIFA. Und morgen steht dann das große Finale der Jungs-WG an. Oh Mann, aufregend. Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!